Heute berichten wir euch über Crusader Kings 2 im Steam Store, haben Neues zu Fluch der Karibik 5 und sprechen über die Spielewelt von The Legend of Zelda für die Wii U. Ich bin Philippe und herzlich willkommen zu den Texcalibur News. Gestern noch in den 7-Ups der lustigsten Zitate, heute in unseren News. Jack Sparrow mit seiner Fluch der Karibik-Reihe. Disney hat neben dem sowieso schon feststehenden Johnny Depp nun auch Javier Bardem und Brandon Thwaites als Cast für den 5. Teil mit dem Namen Dead Man Tell No Tales bekannt gegeben. Außerdem verkündete das Studio, dass die Produktion nun in Australien, genauer gesagt in Queensland, begonnen habe. Im 5. Teil muss sich Captain Sparrow Geisterpiraten aus dem Bermuda-Dreieck entgegenstellen, die alle anderen Piraten auslöschen wollen. Diese werden angeführt von Captain Salazar, der von Bardem gespielt wird. Einzige Möglichkeit, die Bedrohung einzudämmen, Poseidons Dreizack besorgen. Aber der muss ja auch irgendwie gefunden werden erstmal. Nun ja, mal schauen. Wir wissen ja mittlerweile, dass The Legend of Zelda für die Wii U eine große Spielewelt bekommen wird. Eiji Aonuma sich aber schwer tut, diese als Open World zu beschreiben. Wie groß die Welt sein wird, war aber bisher noch nicht bekannt. Aonuma, by the way, der zuständige Produzent, hat sich da jetzt zu geäußert. Er meint, dass man bisher bei allen Zelda-Teilen die Welten so groß gemacht hat, wie die Hardware es zugelassen hat, und das wird auch bei dem kommenden Titel der Fall sein. Bisher konnte man aufgrund der Hardware allerdings diese Welten nur bedingt nahtlos erkunden, was sich nun ändern wird. Ein genaues Release-Datum für das neue Link-Abenteuer gibt es noch nicht. Fest steht aber, es soll noch in diesem Jahr erscheinen. Paradox, die Entwickler von Crusader Kings 2, haben anlässlich des 3. Geburtstags ihres Strategiespiels eben dieses kostenlos auf Steam zur Verfügung gestellt. Bis zum kommenden Montag, also dem 23. Februar, könnt ihr das Spiel jetzt für lau anzocken. Sollte euch das dann gefallen, habt ihr die Möglichkeit, Crusader Kings 2 mit einem Rabatt von 75%, sprich für schlappe 10 Euro zu kaufen. Die komplette CK2 Collection gibt's für knapp 36 Euro. Für 0 Euro geben wir euch hier die News von gestern und hier unseren letzten News-Recap mit unserer Meinung zu den Nachrichten der letzten Woche. Wollt ihr wissen, was ihr über die News dieser Woche denken, guckt doch einfach Freitag einfach bei uns vorbei. Um nichts zu verpassen, könnt ihr hier noch abonnieren und immer gerne einen Like dalassen. Ich bin Philippe und das waren die Texcalibur News.